Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu Let's Play hier bei Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Wir machen jetzt hier mal weiter mit der nächsten Mission und das wäre jetzt geheime Operation. Der Geheimdienst der Neuen Republik hat soeben eine Tibana-Gasplattform des Imperiums auf dem Planeten Krildor entdeckt. Wenn die Republik die Kontrolle über die Plattform übernehmen kann, würde dies einen schweren Rückschlag für die imperialen Hinterbliebenen bedeuten. Generell Wedge Antilles von der Rogue-Staffel hat einen waghalsigen Plan. Ausgearbeitet, bei dem er mit einer einzigen Bodentruppe die gesamten Fabrik einnehmen kann. General Antilles oder General Antilles ist überzeugt, dass nur ein Jedi diesen Teil der Mission mit ihm zusammen bestehen kann. Danke für die Hilfe, Jaden. Luke sagte mir, du würdest ein fabelhafter Jedi. Jetzt begeben wir uns zu Krildor und kümmern uns um die Minenplattform. Ja, natürlich. Werden wir auf jeden Fall machen. Und Antilles kennt man ja quasi auch schon aus dem Film. So, Machtblitze auf jeden Fall. Dann haben wir auch komplett auf der Stufe 3. Und dann legen wir mal los. Diese Einrichtung ist leicht verteidigt. Sie dachten, wir würden sie nicht finden. Mein Zielcomputer wird deine Signale erfassen. Platziere sie an wichtigen Stellen. Dann verdrücken wir uns. Ich fliege mit vollem Laserbeschuss. Wenn alles planmäßig verläuft, ist deren Verteidigung ausgeschaltet, bevor sie merken, dass wir sie getroffen haben. Okay, Jaden. Beginn mit dem Schildgenerator. Denn sonst wird das eine kurze Mission. Okay, dann machen wir es mal. Ja, auch an der Mission kann ich mich ganz gut erinnern. Kommen Sie zurück! Und schon sind hier Gegner. Sogar Stormtrooper-Piloten. So, hier ist erstmal zu. Ich glaube, ich muss sogar nach oben. So, aber hier sind ein paar Munition, aber ich bin voll. Oh, ich hasse Geschütze. Okay, einen Moment mal. Ich muss mal kurz in Einstellungen, weil ich finde... die Sounds, ja gut, die sind schon ein bisschen leiser, aber die Sprache möchte ich ein bisschen runterdrehen und die Effekte auch. So, das müsste jetzt gehen. Okay, ja, ich muss jetzt mal schauen, wo wir genau hin müssen, aber ich glaube, dort hinten ist die Tür. Das war aber eine der Missionen, die war schon extrem lang, finde ich. Oh nee, oh, ich hasse diese Truppler. Die habe ich so gehasst. Die machen jetzt vielleicht nicht so einen großen Schaden, aber trotzdem. Die waren gerade bei mir nicht so sehr beliebt. Jawohl. Übrigens, falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt und falls ihr gerade gemerkt habt, ich kämpfe etwas anders, das liegt daran, dass ich jetzt den schnellen Lichtschwertstil besitze. Seht ihr, wenn ich die rechte Maustaste klicke, habe ich jetzt wieder Mittel und Blau ist wieder schnell. Ich behalte erstmal den schnellsten Stil, weil der gefällt mir irgendwie am meisten gerne. Ich meine, ich muss jetzt wirklich hier hochspringen. Ja, genau. Aber bloß nicht runterfallen. So, Moment. Hier ist eine Tür. Aha, da kommen wir wieder nach unten. So, nee, hier drüben kann ich nicht lang.
Jupp, hier ist es. Weg da, Jaden. Ich geh rein. Bring ein Signal im Hangar unter, damit sie die Luftunterstützung nicht stören können. Okay, ist ja nicht weit von uns. Lauf zur Garnison. Das sollte ihren Widerstand schwächen. Okay, das ist dann hier oben. Aber wie komme ich denn dann da rein? Einfach hier hochspringen? Ja, tatsächlich. Alles klar. Das läuft zu gut. Und jetzt die Kommunikationszentrale, damit sie keine Hilfe mehr rufen können. Okay, das da hinten. Aber ich werde hier schon mal etwas speichern. Weil ich habe die Sorge, dass ich irgendwie vielleicht aus Versehen runterfalle. Ja, genau. Oh, genau. Das ist auch das Fiese. Moment mal. Die Tür kann ich auch nicht benutzen, oder? Nope. Was ist, wenn ich jetzt hier hochspringe? Nee, ich muss mal nach unten. So, da muss ich ja hin. So, Moment mal. Wir können ja hier diesen Aufzug benutzen, weil das ist hier am sichersten. Ach nee, kann ich doch nicht, weil guck mal, ist jetzt zerstört. Oh Mann ey, wo muss ich denn jetzt hin? Ich kann jetzt wirklich nicht einfach hier so nach unten springen, das ist ja mein Tod. Und hier auch nicht. Da auch nicht. Moment mal, ich gehe mal wieder mal komplett nach unten. Ich habe aber so das Gefühl, irgendwas übersehe ich. Moment mal, ich gehe mal doch mal lieber hier nach oben. Aha, was haben wir hier? Obwohl... Na, Moment mal. Nee, bringt auch nichts. Nope, also hier ist auch schon mal Sackgasse. Ah, okay, hier ist Kontrollpunkt. Was sagt man dazu? Aha, okay. Okay, den hätten wir. Aber ich glaube, da war noch einer, oder? Ja, genau. So, Moment mal. Wo genau muss ich jetzt eigentlich hin? Ich habe das jetzt wieder komplett vergessen. Ich meine, das war jetzt hier oben. Aha. Ah, oh, oh Gott. So, sorry, Druide. Ich muss dich auch killen. Okay, was haben wir hier?
Ah, okay. Ah, nee, 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 das muss schon auf. Das muss aufgehen. So, hier habe ich wieder Heilung. Wunderbar. Kann ich das nicht kaputt machen? Okay, das geht wieder von alleine zu. Okay, merkwürdig. Naja, vielleicht muss ich erstmal hier wieder zurück. Was haben wir hier? Hier ist auch nichts. Und dann bitte einmal wieder nach unten. Okay, hier ist auch nichts. Ich meine, die Tür ist ja zu, genau. War das vielleicht hier? Ah, hier ist auch kaputt. Okay, hier bin ich schon wieder hier. Also hier ist zu. Ich gehe mal hier lang. Ach wohl, nee, hier kann man ja auch lang. Oh, ich hasse diesen Kommando. Aber ganz ehrlich, ich finde, dieser Lichtschwertstil-Kampf, der schnellere, ist sehr praktisch. So, bin ich jetzt hier wirklich aber richtig? Ich habe das Gefühl nicht. Eher nicht. Ich komme auch jetzt nicht hier rein. Boah, Mann, ey. Ich vergesse leider auch so schnell die Sachen. Ich finde echt gar nicht, hier sind keine Karten verzeichnet. Nein! Also, wen man auch als Feind nehmen sollte, sind auch wirklich die Lifte. Ja, die sollte man echt nicht ignorieren. Genau, das finde ich auch richtig fies. Und ich muss genau immer noch gucken, wo genau ich hin muss. Oh, vorsichtig. Ja, also hier bin ich auch wieder falsch. Das führt mich nach oben, aber da war ich ja schon und... Das bringt mir auch nichts. Vielleicht, weil wenn ich jetzt, nee, in das andere Gebäude, wo ich gerade war, wir wollten nach unten, aber das war ja auch falsch. Vielleicht sollte ich mal den Lift nehmen, der nach oben führt. Ja, den können wir nicht benutzen, weil er ist defekt. Was ist hier eigentlich? Das sieht auch so ein bisschen verdächtig aus. Ne, jetzt bin ich wieder hier im Kreis. Ich will ja schon hier rein. Thank you.
So, ist da noch jemand? Anscheinend nicht. Aha. So, können wir das zerstören? Ja. Das können wir zerstören. So, ja, wow, vorsichtig. Nein, oh, Jaden, mach keinen Mist. Hä, wo muss ich denn hin? Hier bin ich auch falsch. Och, Mann, ey, bin ich so vergesslich? War das vielleicht unten? Ach, hier, guck mal, Leute, da ist das Rote. Bei der Satellitenschüssel, da muss ich hin. Okay. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, wie komme ich jetzt wieder hier runter? Ja, super. Oder so. Man kann sie auch ein bisschen leicht improvisieren. Och nö. Nicht wieder so einer. Die halten aber wirklich sehr viel was aus. Starte einen weiteren Anflug. Platziere das nächste Signal am Generator, damit wir diese Turbolaser ausschalten können. Okay, jetzt geht es nach unten. So, das kann ich mir leicht merken. Oh, vorsichtig. So, das heißt eigentlich, wir können jetzt hier reingehen und den einen Lift aktivieren. Hier geht doch nicht. Ja, weil der führt mich ja nach oben. Ich muss aber irgendwie nach unten. Oder gibt es ja vielleicht einen zweiten Geheimeingang? Ne, hier ist ja Quatsch. Gibt es ja nur einen Weg. Moment mal. Ach, guck mal, Leute. Da geht es auch noch unten. Und zwar hier. Ja, also das ist schon hier wie ein kleines Labyrinth. Man muss immer gucken, wo genau man hin muss. Stimmt, jetzt müssen wir hier den Lift benutzen, der uns nach unten führt. Genau der hier war das. Und wer hat das gesagt? Oh oh. Du warst aber vorhin nicht da. Aha, jawohl. Ja, wo ist mein Lichtschwert? Da ist mein Lichtschwert. Oh, oh, Alter, Alter, Alter. So, aber... Ja, genau deswegen war ich hier unsicher. Ach doch, nee, hier, ich bin doch richtig. Sorry, Leute. Das machst du gut, Jaden. Wollte schon sagen. Zentrum Jaden. Das ist das größte Ziel. Okay, dann will ich hier wieder mal vor sich selber speichern. So. Ja, genau, da weiß ich auch, wo ich hin muss. So, aber natürlich passe ich jetzt hier auf. Jetzt kommt der Todeslift. Oh, nee, nee, nee.
Ach, wir hatten zwei von denen. Aber die sind jetzt so schnell gestorben. Krass. So, ich muss wieder nach oben. Oh, wa? Was zur... Hallo, Jungs. Oh Gott. Das ist ja... Oh Mann, was ist das denn? Jawohl. Oh Gott. So, ein Geschütz ist schon mal weg. Okay, wunderbar. So, dann platzieren wir das und dann wahrscheinlich nichts wie weg hier. Bei Whitechat hat er gesagt, das ist das Letzte. Jaden, eine Reihe von Truppen ist auf dem Weg zu den Tanks, um sie zu sabotieren. Halte sie auf, sonst war unsere Mission vergebens. Verstanden, General. Ach, wie mies, das geht ja noch weiter. Ich hatte es irgendwie gewusst. Und nee, da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Obwohl doch, doch, doch. Komm, hier ist ja grünes Leben. Ja, also... Das Level zieht sich schon ein bisschen. Deswegen glaube ich nicht, dass wir... Das in einer Folge das schon schaffen werden. Gehst du an Kontrollpunkt? Ich würde mal sagen, wir machen noch ein bisschen weiter. Und den Rest schauen wir mal. Ja, denkst du, ich sehe dich nicht? Denken wirklich, ich sehe die nicht. So, da ist ja ein Tank, aber ich gehe erstmal hier lang. Den ersten hätten wir schon mal. So, da ist auch der zweite. Zweiten hätten wir auch schon mal. Ich sehe dich, Kumpel. Das ist der dritte. Ich meine, hier ist jetzt der letzte, oder? Oder habe ich jetzt einen übersehen? Das war's. Zurück zum Schiff, Jaden. Wir sind hier fertig. Okay, cool. Doch, dann schaffen wir doch noch in der Folge das Level zu beenden. Wunderbar, dann gehen wir mal wieder zurück zu unser Schiff. Na guck. Da haben wir es doch noch geschafft. Ich dachte wirklich, ich müsste das in der nächsten Folge das zweite machen. Oh je. So, Moment mal. Speichern. Hol mich doch, Jedi. Hol mich doch, Akolyt. Der Jünger Ragnos. Mann, ey. Also, für mich ist es irgendwie völlig egal, ob die jetzt Akolyt heißen oder Jünger Ragnos. Was
hast du denn? Ja, ich will dich besiegen, Kumpel. Aber ich meinte, es müsste gleich noch jemand anders kommen, oder? Ja, hier sind noch lauter Stormtrooper. Na, ich kann mich eigentlich erinnern, da käme genau noch so ein Typ im roten Lichtschwert, nur er benutzt jetzt auch hier Machtblitze. Die sehen auch ein bisschen anders aus. Oder auch nicht, die kommen vielleicht woanders vor. Gute Arbeit, Jaden. Luke hatte recht mit dir. Die Republik schickt Truppen, um die Plattform zu verteidigen. Dank dir können die Hinterbliebenen die Jünger Ragnus nicht sofort mit Nachschub versorgen. Ja, immer wieder gerne. Hey, Jaden, ich weiß nicht, ob Luke etwas auf Dagobah entdeckt hat, aber Rosh hat man gefangen genommen. Ich wollte herausfinden, wo man ihn hingebracht hat, aber diese verflixten Sith-Kult-Anhänger verdecken ihre Spuren äußerst gut. Na, verdammt, Rosh. Unser Kollege, unser Freund wurde gefangen genommen. Ja gut, aber wie er sich so sich verhält, war doch irgendwie klar. Okay, in der nächsten Folge geht es dann weiter auf dem Planeten Coruscant. Ja dann, das werden wir dann auch machen. Ich hoffe natürlich, die Folge hat euch gefallen, auch wenn wir in der Folge jetzt nur eine Mission gemacht haben. Das war es für mich aber auf jeden Fall wert. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr mit dabei wart und wir sehen uns halt das Ganze erst in der nächsten Folge hier bei Star Wars Jedi Knight, Jedi Academy und möge die Macht mit euch sein. Tschüss.